بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. Wir sind Alhamdulillah jetzt bei der 11. Frage, bei den Arten des großen Schirks angekommen. Der Sheikh rahimahullah ta'ala hat ja erstmal erklärt, was der Schirk ist und was das Urteil von diesem Schirk ist. Und dann geht er darauf ein, oder ging er darauf ein, indem er angefangen hat, die Arten des Schirks zu erklären, oder die Fragen zu stellen und sie dann zu beantworten. Weil der Schirk hat Stufen und verschiedene Arten und Arten und Weisen, wann etwas Schirk ist und wann nicht. Beziehungsweise wann etwas großer Schirk auch ist oder wann etwas kleiner Schirk ist. Und wir sind bei der 11. Frage angekommen, indem der Sheikh rahimahullah ta'ala die Frage stellt: Natürlich, ist das Schächten für andere außer für Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt? Ist das Schächten für andere außer für Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt? Bedeutet, um als Grundlage nochmal das zu definieren, erstmal der Tawhid. Wir haben ja über den Tawhid ja gesprochen. Und der Tawhid ist ja sozusagen etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Sei es in der Herrschaft oder in der Anbetung oder in den Namen und Eigenschaften. Und sobald man etwas von diesen Sachen anderen zuschreibt, dann hat man Schirk begangen. Und dazu gehört auch die Anbetung. Das heißt, wenn man die Anbetung für jemand anderes vollzieht, dann hat man Schirk begangen. Und zu diesen Arten der Anbetungen gehört das Schächten, die der Autor jetzt gerade genannt hat. Er sagt, erwähnt die Aussage Allahs: Fasalli li rabbika wanhar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Sinngemäß sagt Allah Azza wa Jal, so bete zu deinem Herrn und opfere. Also das ist nicht erlaubt, für andere zu schächten, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, sallallahu alaihi wa sallam, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Allah verflucht, wer für andere außer für Allah schächtet. Und das ist berichtet von Imam Muslim. Eine kleine Anmerkung zu diesem Thema Schächten. Das Schächten oder dieses Wort Al-Dhabih im Arabischen bedeutet sprachlich Al-Izhaq. Das bedeutet die Tötung. Und bedeutet fachlich, also bei den Gelehrten, wie sie das in der Religion definieren, indem sie sagen, das ist die Tötung dessen, was Leben beinhaltet, durch das Vergießen von Blut auf einer spezifischen Art und Weise. Ja, die Tötung dessen, was Leben beinhaltet, das ist ja sozusagen das Tier, durch das Vergießen von Blut auf einer spezifischen Art und Weise, und es ist ja bekannt, dass die Muslime auf einer bestimmten Art und Weise schächten, wie zum Beispiel am Tag vom Opferfest. Wie zum Beispiel am Tag vom Opferfest, da gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie man das macht. Und das ist die Definition dessen davon. Und das Schächten teilt sich in zwei Arten auf. Es gibt eine gesetzmäßige Schächtung, also was erlaubt ist, zulässig ist. Und das ist für drei Arten. Erlaubt in drei Situationen. Als eine reine Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel das Opferfest. An dem Opferfest ist das eine reine Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, als Ehrung für den Gast. Das bedeutet nicht Ehrung für den Gast, dass man jetzt für den Gast schächtet. Nein, man schächtet für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Schächtung oder das Geschächtete, was man jetzt da gemacht hat, damit ehrt man den Gast, indem er davon speist. Oder indem man davon selbst isst. Das ist die dritte Art.
Dann gibt es natürlich eine verbotene Schächtung und die teilt sich auch in zwei Arten auf. Also die gesetzmäßige Schächtung hat drei Arten, haben wir gesagt. Und die zweite Art, die verbotene Schächtung, sind zwei Arten. Einmal eine Neuerung, also etwas Erfundenes, bedeutet, es ist derjenige, der für die Anlässe, also bestimmte Anlässe, außer die drei, die ich jetzt gerade genannt habe, die erfunden sind, schächtet und es ist erlaubt, von dessen Fleisch zu essen, jedoch ist es verpönt. Jedoch ist es verpönt. Bedeutet, diese Person, die das macht, die schächtet für Allah subhanahu wa ta'ala, aber sein Anlass ist nicht etwas, was gesetzmäßig ist, was bekannt ist aus der Scharia, dass man das macht. Das heißt, das Fleisch ist erlaubt, er hat das richtig auf einer richtigen Art und Weise gemacht, aber das ist Makruh, davon zu essen. Die zweite ist, das ist dann diese Art, die dann damit zu tun hat und sozusagen mit der Antwort des Sheikhs, mit dem Schirk und auch mit diesem Thema. Und zwar ist das die Beigesellung, dass man die Schächtung macht für andere außer für Allah subhanahu wa ta'ala aus Verherrlichung für das Geschächtete. Aus Verherrlichung für das Geschächtete. Ja, also die zwei Unterschiede, die sind jetzt hoffentlich bekannt hinsichtlich der verbotenen Schächtung. Danach kommt die zwölfte Frage, in dem der Sheikh rahimahullah ta'ala fragt, umkreisen wir die Gräber, damit wir durch ihr näher kommen? Die Antwort: Wir umkreisen nicht, außer die Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Und den Umlauf um das altehrwürdige Haus vollziehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Man tafa bil bayti sab'an wa salla rak'atayn kana ka'itqi raqaba. Bedeutet, wer das Haus siebenmal umkreist und zwei Rak'atayn betet, ist wie die Befreiung eines Sklaven. Und das ist sahih und berichtet von Ibn Majah. Und bezüglich den Gräbern, auch eine kleine Anmerkung dazu. Das heißt, zu bestimmten Fragen machen wir eine kleine Anmerkung, damit man das besser versteht. Und zu bestimmten Sachen, die sind eigentlich klar und deutlich, da gehen wir inshallah dann weiter. Aber als Anmerkung für das Thema Gräber, also für die zwölfte Frage. Die Grundlage, was bei den Gräbern vollzogen wird, ist basierend auf den Beweisen. Also wir halten bei den Beweisen an, alles an Taten, was bei Gräbern vollzogen wird. Man darf keine Tat bei den Gräbern vollziehen, außer dass es einen Beweis gibt, weil wenn wir die Tür zu den Gräbern, sozusagen, wenn wir da eine Tür aufmachen, oder beziehungsweise zumachen, oder andersrum, wenn wir sozusagen diese Tür aufmachen für die Gräber, dass man bei den Gräbern Taten vollzieht, dann enden, und das ist eine Aussage eines Rechtsgelehrten, er sagt, dann enden drei Viertel aller Arten des Schirks aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam darin. Also drei Viertel aller Arten von Schirk, die die Muslime eigentlich heutzutage vollziehen, auf der ganzen Welt, hat damit zu tun, dass man diese Tür aufgemacht hat, dass man an den Gräbern Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Und deswegen dürfen folgende Dinge zum Beispiel nicht getan werden. Nicht getan werden. Zum Beispiel Höhe der Gräber dürfen eine Handspanne nicht überschreiten. Also eine Handspanne, ja, die Höhe der Gräber ist definiert. Dann dürfen Gräber nicht in der Moschee getan werden. Also es darf kein Grab in der Moschee landen oder sein, ausgegraben werden. Und eine Moschee darf nicht auf Gräber aufgebaut sein. Das sind so Beispiele, die heutzutage leider gemacht werden. Oder wie zum Beispiel jetzt diese Frage, die der Sheikh gestellt hat, das Umkreisen von Gräbern. Wal'iyadu billah. Und das ist natürlich Schirk. In der nächsten Frage fragt der Sheikh rahimahullah ta'ala, was ist das Urteil von As-Sihr, von Magie? Und da reden wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber.
Die Magie oder das Sihr oder der Zauber gehört zum Kufr, zum Unglauben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nicht Suleiman alayhi salam war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, اجتنبوا السبع الموبقات, الشرك بالله والسحر. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, entfernt euch von den sieben Vernichtenden, die Beigesellung Allahs und die Magie, berichtet von Muslim. Und sprachlich As-Sihr bedeutet etwas, was versteckt und verborgen ist. Etwas, was versteckt und verborgen ist. Religiös bedeutet das, also da gibt es ein, zwei Definitionen, also eine Definition davon, die fachliche, die religiöse. Das ist eine Kette, ja, oder Wortlaute, die der Zauberer als Mittel nimmt. Es gibt natürlich auch andere Mittel, die erwähnt werden in einer anderen Definition, wie Talismane, Amulette, Rauch. Ja, das ist eine Kette oder Wortlaute, die der Zauberer als Mittel nimmt, um die Shayatin, also die Satane, für sich dienstbar zu machen, um denjenigen, der verzaubert wird, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala zu schaden. Nochmal. Das ist eine Kette oder Wortlaute, dann gibt es auch in einer anderen Definition, dass er Talismane, Amulette benutzt und so weiter, die der Zauberer als Mittel nimmt, um die Shayatin dienstbar zu machen, um denjenigen, der verzaubert wird, mit der Erlaubnis Allahs, das ist sehr wichtig jetzt, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala zu schaden. Ansonsten kann ein Sahir nicht den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala umgehen, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch was wichtig zu wissen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber verzaubert wurde auch. Und das ist eine Bestätigung für den Zauber im Islam, also für den Sihr. Und der Beweis ist Hadith al-Bukhari, der überliefert worden ist. Und dieser Zauber hat natürlich jetzt keinen Einfluss auf die Religion gehabt, sondern er hat sich jetzt nicht erinnern können, ob er mit einer seiner Frauen etwas hatte, also intim geworden ist oder nicht. Was muss der Zauberer tun, um sozusagen den Sihr auszuführen? Erstmal natürlich diese Zauberer, sie arbeiten mit Shayatin. Und sie verlangen, also die Shayatin verlangen von den Zauberern, dass sie den Kufr machen. Also man muss den Kufr, sie müssen beweisen, dass sie Kuffare sind sozusagen. Und je schlimmer der Kufr ist, so sind sie bereiter, mit einem zu arbeiten. Was ist das Urteil von einem Sihr? Sein Urteil ist, dass er ein Kafir ist und er bekommt in einem Gebiet, in einem Land, wo das islamische Recht ausgeführt wird, also jetzt nicht hier in Deutschland, hier wird das ja nicht ausgeführt, ja, in einem islamischen Recht, Rechts, sozusagen Rechtsstaat, bekommt er dann die Todesstrafe. Und manche Gelehrte sagen, dass er trotzdem die Todesstrafe bekommt, auch wenn er dafür bereut. Sie sagen, weil aufgrund seines Schadens, was er verursacht hat. Und den Beweis haben wir dazu bereits genannt. Und was auch noch ein wichtiger Hinweis zu diesem Thema ist, wie man den Zauber auflösen kann. Und hier gibt es zwei Methoden. Einmal die verbotene Methode, was sehr oft leider bei den Muslimen verbreitet ist, ist, dass man den Zauber nicht mit Zauber aufheben darf. Also man darf kein Sihr machen, um den Sihr aufzuheben, indem man den Dschinn benutzt, um den Zauber aufzuheben. Denn es gehört zum Kufr, dass man so etwas macht. Und diese Person nutzt meistens zum Beispiel Fußnägel, Haare oder fragt nach dem Namen der Mutter und so weiter. Dann gibt es eine erlaubte Methode. Und diese Methode, wenn man zum Beispiel diesen Gegenstand findet, womit man den Sihr vollzogen hat, dann entfernt man ihn und zerstört den Gegenstand, mit dem der Zauberer gearbeitet hat. Und als Muslim sollte man wissen, dass ein Zauber erst wirkt, wenn Allah Ta'ala es erlaubt. So müssen wir unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala reinigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Die 14. Frage, die der Autor rahimahullah ta'ala hier erwähnt, glauben wir dem Wahrsager bezüglich des Wissens über das Verborgene? Also der Wahrsager ist ja bekannt, denke ich, hier in Deutschland, was ein Wahrsager ist. Der Sheikh rahimahullah ta'ala antwortet, wir glauben ihm nicht aufgrund der Aussage Allahs.
aufgrund der Aussage Allahs, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Bedeutet sinngemäß, sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wer zu einem Wahrsager geht und er glaubt ihm in dem, was er sagt, hat Unglaube begangen gegenüber dem, was auf Muhammad herabgesandt worden ist. Und das ist sahih und berichtet von Imam Ahmad. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat jetzt natürlich jetzt diese Aussage von ihm, oder der Autor hat jetzt die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Und es gibt einen Arraf und es gibt einen Kahin. Und in dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir gerade erwähnt haben, wurde jetzt Al-Arraf und Al-Kahin erwähnt. Al-Arraf und Al-Kahin. Und ich habe das jetzt hier erstmal mit einem Wort übersetzt, der Wahrsager. Und es gibt unterschiedliche Ansichten der Gelehrten bezüglich der Definition von Arraf und Al-Kahin. Arraf und Kahin. Die erste Ansicht ist, dass es keinen Unterschied gibt. Beides ist Wahrsager. Deswegen habe ich das mit einem Wort übersetzt. Einfacherweise. Und die zweite Ansicht ist, es gibt einen Unterschied, die Rechtsgelehrten sagen, der Arraf spricht über Dinge, die bereits passiert sind, und Al-Kahin spricht über die Dinge in der Zukunft. Ja? Und dann gibt es eine dritte Ansicht, und das ist die Ansicht von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Er sagt, dass das Wort Arraf alles umfasst, wie Kahin, Munajjim, ja, der sozusagen der Munajjim bedeutet, derjenige, der in die Sterne guckt und deren Anordnungen und versucht, da irgendetwas zu interpretieren, was in der Zukunft liegt oder in der Vergangenheit gemacht worden ist, was auch immer. Ja, das Al-Arraf, also der Unterschied ist zwischen diesen Wörtern, ist, dass Arraf etwas Allgemeines und dieses umfasst Kahin und Munajjim. Also diese drei Ansichten gibt es. Und jetzt natürlich wegen dem Unglauben, der Sheikh hier, der erwähnt das jetzt im Zusammenhang mit dem großen Schirk. Das heißt, es sieht danach so aus, als würde der Sheikh, rahimahullahu ta'ala, diese Ansicht folgen. Und aus dem Zusammenhang gibt es verschiedene Ansichten, was genau mit dem Kufr in dem Hadith gemeint ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der zu einem Wahrsager geht und wahrhält für das, was er sagt, dass er Unglaube begangen hat. Und die meisten Muslime denken immer, oder was heißt denken, das, was sie wissen, dass damit immer der große Kufr ist. Das heißt, wenn du den Wahrsager glaubst, dann bist du Kafir geworden. Und hier gibt es aber drei Ansichten der Rechtsgelehrten. Drei Ansichten der Rechtsgelehrten, was mit dem Kufr desjenigen angeht, der dem Wahrsager glaubt. Erste Ansicht, es ist großer Unglaube. Die zweite Ansicht, das ist kleiner Unglaube. Und dann gibt es die dritte Ansicht, und das ist die Ansicht, die ich folge. Und er sagt, dass es darauf ankommt. Also man kann nicht sagen, das ist direkt großer Kufr, und auch nicht sagen, das ist kleiner Kufr. Und er sagt sozusagen, ist je nachdem, wie du an dem Wahrsager glaubst, in dem, was er sagt. Und jetzt hier muss man aufpassen. Also, und das hat auch dann mit der nächsten Frage zu tun. Die Frage, ob sozusagen kennt jemand das verborgene Wissen, das absolute Wissen, außer Allah. Und das hat auch mit dieser Frage zu tun. Weil sagen wir zum Beispiel jetzt, eine Person geht zu einem Wahrsager und fragt ihn nach etwas. Und er glaubt, dass dieser Wahrsager so ein Wissen hat, wie das Wissen von Allah, dass sozusagen, wenn er das wahrhält, was er gesagt hat, über die Zukunft oder über die Vergangenheit, und sein Glaube ist, dass er dem Wahrsager so eine Eigenschaft gibt, die Allah Ta'ala nur gebührt, dass er das absolute Wissen hat, jetzt hat er hier großer Kufr gemacht. Hat aber die Person
hat aber die Person geglaubt, dass hier nur ein relatives Wissen, ja, das heißt nicht absolutes Wissen, das heißt nur etwas, was anteilig ist, ja, teilweise über das Verborgene, dann ist das jetzt ein kleiner Kufr geworden. Weil er ihn sozusagen was? In dem geglaubt hat, was er ihn gefragt hat, spezifisch. Jedoch hat er ihm nicht daran geglaubt, dass er das gleiche Wissen hat wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich hoffe, dass diese Art und Weise oder diese Erklärung jetzt klar geworden ist. Die 15. Frage: Kennt jemand das Verborgene? Kennt jemand das Verborgene? Der Sheikh, rahimahullah ta'ala, sagt: Keiner kennt das Verborgene, außer wem Allah Einsicht von dem Gesandten gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min Rasul. Bedeutet, er sagt sinngemäß, subhanahu, er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemanden das, was bei ihm verborgen ist, außer dem Gesandten, den er bewilligt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: La ya'lamul ghaiba illa Allah. Keiner kennt das Verborgene außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner kennt, also, und der Sheikh spricht hier natürlich über das absolut Verborgene. Ja? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf diese Grundlage sind sich die Gelehrten einig. Und dieses gehört zu dem, was die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala erforderlich macht. Das heißt, At-Tawhid al-Rububiyya. Das heißt, die Einzigartigkeit Allahs in der Herrschaft, dass er das absolute Wissen hat über alles. Sein Wissen umfasst alles und nichts entgeht ihm, subhanahu. Und der Beweis, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Also, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْغَيْبِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Und Allah Ta'ala sagt: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Er sagt auch, subhanahu wa ta'ala, er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen, niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde. Und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Und das absolute Wissen über das Verborgene ist, was Allah ta'ala auf der wohlverwahrten Tafel sozusagen hat. Und keiner hat dieses absolute Wissen, weder ein nahestehender Engel noch ein Gesandter oder irgendein Mensch. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ja alles niederschreiben lassen, was passieren wird. Und aus der Grundlage ist zu entnehmen, dass es ein Wissen gibt. Aus dieser Grundlage wissen wir, dass es ein Wissen gibt, was nicht absolut ist, sondern relativ. Bedeutet relativ: Ich weiß etwas, was eine andere Person nicht weiß. Das heißt, jetzt ist für die andere Person das Wissen, was ich weiß, verborgen. Das ist jetzt unter uns, unter der Schöpfung. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt es diese Sachen nicht. Er kennt das, er hat das absolute Wissen über alles. Und etwas, was ich nicht weiß und die andere Person weiß, das nennt man sozusagen etwas, was relativ ist. Und das ist genau das gemeint, was ich gerade erwähnt habe bezüglich dem Wahrsager. Dass es darauf ankommt, wie er ihn glaubt. Oder wie er seine Wörter für wahr hält, was er gesagt hat. Die 16. Frage: Tragen wir den Faden und den Ring für die Heilung? Also, das heißt, jetzt gibt es jetzt Ringe oder irgendwelche Steine, die die Leute benutzen, um irgendwelche Energien zu aktivieren. Und den Ring für eine Heilung. Der Sheikh rahimahullah ta'ala sagt: Nein, wir tragen sie beide nicht aufgrund der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes tut, Gutes widerfahren lässt, so hat er zu allem die Macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann natürlich auch was, das auch in verschiedenen anderen Versen, die dann erwähnt werden im Koran. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا إِنْ بِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Er sagte zu einem Mann, weil er das gesehen hat, dass er sowas getragen hat. Er sagt, sie mehrt dir nichts außer an Schwäche. Werfe sie von dir weg. Denn wenn du damit stirbst, wirst du niemals erfolgreich sein. Die nächste Frage: Hängen wir das Nazar-Amulett und die Seemuschel und ähnliches auf? Ja? Sei es aus Schutz vor Auge oder was auch immer. Es gibt ja diese Nazar-Amulette oder ein Hufeisen von einem Pferd oder eine Seemuschel, was auch immer, was damit zu tun hat, um etwas abzuwenden oder Glück herbeizuführen. Das alles ist verboten. Wir hängen sie nicht auf, aus Schutz vor dem Auge auf, aufgrund der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Das, was wir gerade natürlich gerade erwähnt haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. Ja? Derjenige, wer ein Talisman aufhängt, hat Schirk begangen. Hat Schirk begangen. Die 18. Frage: Was ist das Urteil, wenn man nach den Gesetzen handelt, die dem Islam widersprechen? Er sagt, das Handeln nach den Gesetzen, die dem Islam widersprechen, ist Kufr, wenn er es als erlaubt sieht oder sie als richtig erachtet. Ja? Und das widerspricht nicht dem, dass wir uns trotzdem hier an bestimmten Regeln halten, ja? Weil die sich ja im Großen nicht dem Islam widersprechen. Das heißt, wenn ich jetzt weil manche übertreiben, bis zu einer Stufe, dass sie sagen, das habe ich gehört, Allahu a'lam, ob das stimmt, dass sie sagen, wenn man über die Ampel geht, dann gehorcht man damit die Gesetze derjenigen, die nicht mit dem Allahs Gesetzen regieren und solche unsinnige Sachen. Was zum normalen Leben der oder Ordnung der Menschen zu tun hat, mit Religion zu tun? Das hat doch überhaupt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So. Und deswegen aber trotzdem gibt es und muss auch angesprochen werden, dass derjenige, der sagt, dass zum Beispiel diese Gesetzgebung oder diese Art von Ideologie, sei es eine Ideologie oder eine Gesetzgebung, was auch immer, dass man sagt zum Beispiel, der Kommunismus ist besser als der Islam oder die Demokratie ist besser als der Islam. Oder die sind beide gleich. Der ist Kafir geworden. Aber das muss nicht immer sein, dass die Person, wenn er mit etwas regiert, außer mit dem Gesetz Allahs, dass er sofort Kafir geworden ist. Ja, da muss man auch abstufen und auch detailliert sich angucken, warum er das gemacht hat. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Richter bestochen wird mit Geld und wenn man ihn dann hinterher fragt, ja, wieso hast du das gemacht und hast du dann mit einem anderen Gesetz geurteilt? Er sagt, ich weiß, dass das Gesetz Allahs richtig ist. Und es ist besser, das Beste, was es gibt. Und es ist fehlerfrei. Aber in diesem Moment hat mich der Moment sozusagen von Schwäche ergriffen. Und ich brauchte etwas Geld für meine Familie, beispielsweise. So eine Person kann man doch niemals gleichstellen mit einer Person, die sagt, diese Ideologie ist besser als der Islam und der Islam ist zurückgeschritten, ja, und gehört nicht mehr in diese Zeit und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Derjenige, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und in zwei, drei Versen weiter, oder in den nächsten Versen weiter, sagt Allah ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ
hum al fasiqun und fa ulaika hum al zalimun. Das sind diejenigen, die ungerecht sind, und das sind diejenigen, die Frevler sind. Und das hat alles verschiedene Stufen, und das ist bekannt bei den Rechtsgelehrten. Ja? Aber dieses Thema ist natürlich ein Thema für sich. Das als Grundlage, als einige wichtige Grundlagen zu diesem Thema. Die 19. Frage: Wie können wir die Frage des Scheitans, wer hat Allah erschaffen, abweisen? Weil er versucht was? Natürlich, der Scheitan versucht, den Tawhid von einem zu entreißen. Die Antwort: Wenn der Scheitan zu einem von euch diese Frage flüstert, dann soll er sagen, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Bedeutet, und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, das heißt Waswasa, dann suche Zuflucht bei Allah, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Das heißt, die erste Sache, die wir machen, ist bei Allah Ta'ala Zuflucht suchen. Und das ist in diesem Vers erwähnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass man sagen soll: Ich glaube an Allah und seinen Gesandten. Amantu billahi wa rasulihi. Und hier sind natürlich noch weitere Anmerkungen. Und das ist eine Zusammenfassung der authentisch überlieferten Überlieferung in Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad und Abu Dawud. Jetzt kommen wir natürlich zu der letzten Folie, und damit schließen wir dann dieses großartige Kapitel ab, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Was ist der Schaden vom großen Schirk? Der große Schirk verursacht die Ewigkeit im Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Innahu ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet fieber Allah das Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Helfer haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt: Man laqiya Allah yushriku bihi dakhala an-nar. Wer auf Allah trifft, während man ihm etwas beigesellt hat, wird in das Feuer eintreten. Und die 21. Frage: Nützt die Tat mit dem Schirk? Und natürlich, die Tat nützt mit dem Schirk überhaupt nichts, weil die Grundlage dafür, dass die Taten akzeptiert werden, überhaupt nicht da ist. Aufgrund der Aussage Allahs über den Gesandten oder über die Gesandten: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wenn sie ihm aber andere beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig geworden, was sie zu tun pflegten. Allahu Akbar. Und das in Bezug auf die Gesandten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري taraktuhu wa shirka. Bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah sagt, das ist also ein heiliger Hadith: Ich bin der unbedürftigste Teilhaber gegenüber dem Schirk. Das heißt, die Menschen, die verschiedene Götter anbeten, von allen diesen Teilhabern ist Allah subhanahu wa ta'ala der unbedürftigste gegenüber dem Schirk. Allahu Akbar. Er sagt weiter: Wer eine Tat macht, wo er mich als Teilhaber mit anderen setzt, so lasse ich ihm und seine Beigesellung. Das heißt, er wird bestraft. Und deswegen die Folgen des Schirks, die Folgen des großen Schirks, zusammengefasst, abgeleitet aus diesen beiden Fragen. Erstens, man tritt aus der Religion raus. Man ist kein Muslim mehr. Zweitens, es löscht alle Taten aus. Drittens, die Person ist für immer im Höllenfeuer, wenn die Person damit stirbt. Viertens, die Allah vergibt ihm nicht, wenn er auf den Schirk stirbt. Fünftens, sein Blut und sein Besitz werden dadurch dann in einem islamischen Rechtsstaat, wird dann
erlaubt sein und er wird dann natürlich dann dementsprechend vor dem Gericht gebracht. Und der letzte Punkt, er erbt und vererbt nicht und er wird nicht geheiratet und nicht gewaschen und auf ihn wird nicht gebetet und er wird nicht auf dem Friedhof der Muslime begraben. Das alles sind die Folgen des großen Schirks. Und deswegen kam auch, was war die Hauptbotschaft aller Gesandten immer? Die Warnung vor dem großen Schirk, um die Menschen davor zu warnen, dieses zu machen. Dieses zu machen. Und deswegen hat auch was, der Gegenteil vom Schirk, At-Tawhid, so viele großartige Vorzüge, wo dadurch dann natürlich einige Rechtsgelehrte nur über die Vorzüge von Tawhid, was sind die Vorteile und Nutzen, wenn man den Tawhid umsetzt, Bücher geschrieben haben. Und so gewaltig sind diese beiden Themen, dass man diese beiden Themen wirklich lernt. Und damit haben wir, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dieses Kapitel, großartige Kapitel, beendet. Und im nächsten Kapitel kommen wir dann zu dem Thema kleiner Schirk und die Arten des kleinen Schirks und dann auch natürlich der Unterschied zu dem großen Schirk, was wir erwähnt haben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder es Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.